Millionen von Menschen fahren in diesem Moment Auto. Bis zu 1,5 Stunden sitzen wir täglich in unserem Fahrzeug. Meist achten die Menschen ja auf Form und Farbe. Der Antrieb ist wichtig. Aber über den Sitz macht man sich eher selten Gedanken. Dabei ist er wie das Sofa in meinem Wohnzimmer. Ungeheuer wichtig und doch unscheinbar. Der Sitz im Auto steht für Schutz, Ankommen und Entspannung. Vereint Ergonomie, Funktion und Ästhetik und passt sich immer an meine Vorlieben an. Genau, der Autositz ist mehr als nur die Verbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und dem Kraftfahrzeug. Früher war der Sitz ein Bauteil, auf dem die Insassen nur Platz nehmen konnten. Doch gerade in modernen Fahrzeugen und der Mobilität der Zukunft spielt der Sitz eine wichtige Rolle. EDAG entwickelt daher immer neue Technologien, um den Autositz sicherer, individueller und funktionaler zu gestalten. Durch das EDAG 360-Grad Engineering sind wir in der Lage, einen Autositz von der Skizze auf Papier bis zum serienreifen Prototypen zu entwickeln. Ein Riesenthema sind dabei intelligente Materialien. Die Trends der Zukunft sind hier zum Beispiel in den Stoff eingewebte LED-Bänder und Lichtleiter. Hierdurch können ganz neue Ebenen der Ambiente- und Innenraumbeleuchtung erreicht werden. Nähte können leuchten, der Fußraum und auch Logos können durch den Stoff beleuchtet werden. Abgesehen von diesen Designmöglichkeiten arbeiten wir an ganz neuen Lösungen für die Bedien- und HMI-Elemente. Auch für den Fond können Funktionen direkt auf der Rückseite der Vordersitze eingelassen werden. Ambientebeleuchtung oder Laserlicht kann per Touch angesteuert werden. Allein durch die Verwendung intelligenter Materialien prognostizieren Experten mittelfristig eine Gewichtsreduktion von 20%. Die Smart-Textilien versprechen neue Sicherheitsfunktionen und mehr Design. Robustheit und gute Verarbeitung ist dabei sehr wichtig, denn Sensorik und elektronische Textilfäden müssen auch dann noch zuverlässig funktionieren, wenn der Sitz sechsstellige Kilometerzahlen hinter sich hat und zum x-ten Mal gereinigt wurde. Nach der ersten groben Konzepterstellung über die Komfortauslegung und Package-Untersuchung diverser Einbauteile werden dann Schaumteile, Verkleidungen, Struktur sowie Bezugsentwicklung ausgelegt, konstruiert und in einem Prototypen auf Funktionalität geprüft. Dabei geht es von der Vorentwicklung und Berechnung über den Prototypen und umfangreiche Erprobungen bis hin zur Serienbetreuung. Dazu gehören unter anderem die Grundlagenforschung, modernste CAD-Arbeitsplätze in der Konstruktion, herausragende Ingenieurleistungen, eine eigene Prototypen- und Versuchsabteilung sowie eine Crash-Simulationsanlage. Mit modernsten Maschinen und Prüfanlagen sowie hochgradig ausgebildeten Ingenieuren arbeiten wir täglich daran, zukunftsweisende Mobilitäts- und Sitzkonzepte zu entwickeln. Spannend, welche Technologien die Zukunft noch bringen wird. Ich freue mich, bei EDAG ein Teil davon zu sein. Für ein sicheres und komfortables Morgen.